Ich bin gespannt auf diesen. Ah ja, genau. Oh, das ist so. Oh, baby. Panikpanzer! Was hast du getan, Mann? Hast die Anti-Alles-Crew einfach zerstört. Das geht nicht klar, Mann. Ich. Jetzt, pass auf. Yo, jetzt. Jetzt packe ich aus wie ein Auspacker. Auch wenn der Scheiß überhaupt nicht ausgemacht war. Nicht ausgemacht, so wie der Lichtschalter. Die Leute werden sagen, Mann, bist du dicht, Alter. Aber das stimmt nicht. Ich bin ganz clean. Ich werde mein Anti-Alles-Shirt nie mehr anziehen. Ihr habt es kaputt gemacht. Yo, ihr habt euch einfach so über mich lustig gemacht. Das ist echt gemein, weil ihr sagt, ich wäre ein Schwein und würde mich über andere lustig machen. Schluss mit Faxen, jetzt wird's ernst. In meinem Herz ist ein tiefer Schmerz. Anti-Alles-Aktion. Früher war das mal Spaß und ein bisschen Faszination, ein bisschen Pubertät. Jetzt seid ihr dabei und ihr habt keinen Bock mehr daran zuzusehen. Yo, ich hab Bock zuzunehmen, so wie Panik, wenn er einen Big Mac sieht. Check das, Leon, richtig deep. Dieser Rap und es ist emotional. So wie Kolja, wenn er auf Koks ist. Yo, check das aus. Bla bla bla. Das Handy-Telefon klingelt. Yo, lass mal sehen. Vielleicht ist es meine Ex. Vielleicht ist es meine Mutter und sie will Sex. Nein, es ist bloß der Kucher. Ich klick ihn weg. Check das mal aus, Leon. Richtig fresh. Am Telefon oder auch am Mikro. Check das. Die Leute würden manchmal sagen, ich wär Sheets. So, wenn sie nicht einsehen müssen, ich bin ganz straight. So wie ein Hetero. Pass auf, das geht. Einfach so und ebenso. Bla bla bla. Das Mikrofon hört sich auf den Headphones ein bisschen an wie ein Megafon. Und jetzt kommt der Topfkopf. Komm doch. Die One ist dabei, wir legen auf den Kompost. Ja, und machen einen Komposthaufen. Wir bringen die Beats dann doch zum Laufen. Ja, yeah. Wir sind wieder da auf dem Komposthaufen. Bringen neue Erde und den ganzen Haufen. Dann kann man die Blumen drauf pflücken. Ja, weisst, wie ein Panikpanzer würdet's dann beglücken. Und der Beat ist vorbei und ich glaube, es war der letzte gewesen. Und ich frage mich ein bisschen, wie bedeppt ich bin.